Der ist nicht länger tragbar. Er hat gelogen. Er und Frau Lemke haben gelogen. Heute werden wir sehen, dass die Bild-Zeitung wirklich mit ihrer Arbeit beschäftigt ist, nämlich mit kritischem Journalismus. Lasst uns alles verstehen. Alle geladenen Gäste, darunter auch ein Vertreter der Grünen Partei, haben eine hitzige Diskussion geführt, in der wir viel Interessantes erfahren haben. Und was unser Wirtschaftsminister getan hat, scheint nach Ansicht vieler einfach ein Realitätsverlust zu sein. Oder will er Deutschland einfach in eine noch schlechtere Lage treiben? Aber bevor wir all diese großartigen Passagen aus dem Video sehen, lassen Sie uns besprechen, was passiert, um genau auf dem neuesten Stand zu sein. Warum beschloss Robert Habeck das AKW aus mitten in der Energiekrise? Seine Juristen wollen Dokumente dazu geheim halten. Ihre Ausreden konnten vor Gericht nicht überzeugen. Ein Redakteur des Cicero-Magazins will antworten: Daniel Gräber klagt seit bald 2 Jahren auf Herausgabe der Akten, auf deren Grundlage das AKW aus beschlossen wurde, so ist in Berliner Zeitung geschrieben. Jetzt haben die Probleme mit der Industrie in Deutschland wirklich begonnen. Und natürlich sind die Strompreise himmelhoch. Ich habe mir die größte Sorge. Die Energiepreise treiben die Industrie raus aus Deutschland. Wir haben die allerhöchsten Energiepreise in ganz Europa. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Wir zahlen 31,8 Euro für ein Kilowatt. Ja, die Franzosen 18, die Engländer 24, USA 12. Also. Und selbst unser romantischer Autor von Kinderbüchern kann die Augen nicht mehr verschließen und nicht mehr darauf nicht achten, was passiert. Denn jeden Tag kündigen bekannte Unternehmen den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen an. Außerdem verlässt immer mehr Kapital das Land und wird sozusagen in andere Orte investiert. Fachkräftemangel, hohe Steuern und kaum Investitionen. Die Klagen über die wirtschaftliche Lage hierzulande sind allgegenwärtig. Und was ist der Grund dafür, was passiert? Man muss kein Kenner der Wirtschaft sein, um es zu verstehen. Jeder versteht, dass jedes Unternehmen Planungssicherheit braucht. Warum nutzen wir nicht unsere eigenen Gasressourcen? Wir könnten uns 20 bis 30 Jahre lang problemlos mit Gas versorgen und wären somit in der Lage, Energie anzubieten, die für die Industrie vorteilhaft ist. Dies wird helfen, das Wachstum anzukurbeln und Konkurs zu vermeiden. Lassen Sie uns endlich das Video ansehen. Und deswegen muss man sich ehrlich machen. Und ich finde, das Erste, was man machen muss, ist auch dann zu denjenigen, die einem jetzt Gas liefern können, nicht so arrogant hinzugehen. Ich meine, er war in Katar und hat gesagt, also ich brauche für 7 Jahre Gas. Und da hat er ihm gesagt, nee, wenn wir jetzt ein neues Feld machen und dann noch ein LNG-Terminal bauen, dann brauchen wir dann 20 Jahresvertrag. Und dann hat er dem Scheich gesagt, brauche ich das nicht mehr, weil in 7 Jahren wollen wir ja aus dem Gas raus, weil wir wollen ja CO2-frei sein. Das Gleiche hat er in Israel gemacht, ja, hat die israelische Regierung sogar mehr oder weniger beleidigt, indem er gesagt hat, also wenn das 3 Jahre dauert, dann brauche ich es nicht mehr, denn dann sind wir sowieso schon raus. Hm. In Kanada das Gleiche, da hat er gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal Wasserstoff. Das heißt also, gut, den Elefant im Raum, den haben wir überhaupt gar nicht gesehen. Elefant im Raum ist hier. Wir haben in Deutschland Erdgasvorräte für 20 Fracking. Bis 40 Jahre. Und jetzt kommt steht es. Ihnen im Wege, Fracking steht natürlich jedem im Weg, weil er denkt, verdammt nochmal. Ich weiß auch, dass in den USA geschludert worden ist. Da sind Bohrlöcher gemacht worden und die sind nicht mal hinterher verfüllt worden. Da gast das Methan jetzt noch aus. Das muss man natürlich anständig machen. Wir können es aber anständig machen. Die nehmen auch Chemikalien. Sie können heute schon Fracking machen, oder ohne. Sind Sie überzeugt? Lassen Sie mich das noch sagen. Sie können heute Fracking machen ohne Chemikalieneinsatz. Genau. Das muss doch möglich sein, in Deutschland dieses Fracking-Verbot endlich aufzunehmen. Das Volk der Ingenieure und Techniker wird dieses Fracking bei uns besser machen. Aber sicher. Ja, aber ich bin aber sicher. Jetzt haben Sie sich die Situation selbst angeschaut. Liebe Zuschauer, was denkt ihr darüber? Es gibt natürlich die Überzeugung, dass es in Deutschland eine Möglichkeit gibt, Wohlstand zu bewahren, soziale Sicherheit zu gewährleisten. Im Allgemeinen gibt es alle Möglichkeiten für wirtschaftliches Wohlergehen. Aber schauen wir uns jetzt an, was ein Vertreter der Grünen auf diese Argumente antwortet. Ich möchte gerne noch mal einen kleineren. Ganz kurz, ich will einmal den Check machen, weil er der ist mit seiner Farbe, der hier regiert. Also sind Sie überzeugt?
Ich glaube, dass wir beim Fracking einfach die Situation haben, dass das ähnlich wie die Atomkraftdiskussion momentan eine totale Scheinlösung ist. Also man kann so tun, als würde das jetzt große Probleme lösen. Die Probleme kann man aber viel besser, einfacher und günstiger anders lösen. Also zum einen mit dem Ausbau der Erneuerbaren, wo Sie ja auch sagen, Sie sind nicht dagegen. Zum anderen auch, indem wir eben jetzt über die nächsten Jahre auch schauen, wie können wir unsere Gaskapazitäten über LNG-Terminals so gewinnen, dass wir dann auch später den Switch machen können und auf Wasserstoff setzen können. Aber ich muss doch in so einer Krise, wo jeden Tag viele, viele Unternehmen das machen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt frackt und dann haben wir jetzt im Winter, weil wir... aktuell auch hilft. Es hilft nicht aktuell für diesen Winter. Also es ist ja so, dass wir jetzt, wenn Sie über Fracking diskutieren, bis die Diskussion, also hätten Sie jetzt eine Mehrheit in der Bundesregierung, würden Sie mit dem Fracking anfangen? Wann würde dieses Fracking-Gas noch da sein? Und wie würden Sie das alles besser machen? Wenn wir im letzten März angefangen wären, nach dem Einmarsch der Russen, hätte das nach Aussagen der Experten, wir wissen genau, wo es liegt. Das wir war ja bisher ein Jahr, Tabu. Ein Jahr wäre das erste Gas gefördert worden. Wir wären jetzt im nächsten Jahr, diesen Winter, gebe ich hinzu, wäre das schwierig geworden. Dafür ist ja auch die Gaspreisbremse. Aber die Gaspreisbremse führt nicht in die Zukunft. Das heißt, wenn wir angefangen wären, hätten wir im nächsten Winter, denn der nächste Winter kommt bestimmt und dann sind die Gasläger leer. Der Vorwurf, Herr Marquardt, dass wenn man nicht von vornherein auf die letzte Seite geschrieben hat, wie das Ergebnis dieser Prüfung ist, es ernsthaft geprüft hätte, dass jetzt dann genügend Zeit gewesen wäre, um eben an diese zusätzlichen Gasreserven ranzukommen. Also darauf kann man offensichtlich keine Antwort finden. Das zeigt sich daran, wie der Politiker seinen Satz begonnen hat. Er sagte nämlich, ich glaube nicht, dass... Die Grünen treffen keine rationalen Entscheidungen, zählen nicht. Sie glauben, dass sie ihrer Ideologie folgen. Und viele halten dies für einen Hauptfehler. Unvorsichtige Handlungen führen dazu. Auch haben viele den Satz von Robert Habeck in der Talkshow gehört, dass er nicht in einem Land leben will, in dem niemand ein Risiko eingeht, weil man dann kein Geld mehr haben wird. Es wird wohl kein Wunder, dass jetzt immer mehr Fachleute aus Deutschland auswandern als kommen. Der Anteil der 25 bis 39-Jährigen liegt mit 63% unter den ausgewanderten Deutschen deutlich über dem Anteil dieser Altersklasse in der Gesamtbevölkerung. Das bestätigt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Die Entscheidung, das Land zu verlassen, geht meistens auf mehrere Gründe zurück. Dazu sagte Professor Dr. Marcel Erlinghagen von der Universität Duisburg-Essen, es liegt immer ein ganzes Motivbündel zugrunde. Letztlich muss das Gesamtpaket stimmen. Innerhalb dessen spielen berufliche Gründe bzw. das Einkommen eine zentrale Rolle. In den meisten Fällen bilden Arbeit und Einkommen die wesentliche Motivation für einen Wegzug aus Deutschland. Insgesamt nennen 58% der Befragten berufliche Gründe bei der Entscheidung für ein Leben im Ausland. Es gibt eine solche Situation, dass Menschen nicht freiwillig im Land festgehalten werden können, weil es keine Aussichten gibt. Und deshalb hören wir dem Gast jetzt zu, um diese Realität endlich zu verstehen. Oliver Helldörfer, er hat einen Metzgereibetrieb, ein Traditionsunternehmen in Bamberg und muss das jetzt auch wegen der hohen Energiepreise aufgeben in diesem Jahr, Ihnen allen. Er war es, der Probleme mit der wirtschaftlichen Lage hatte und sein 70 Jahre altes Familienunternehmen als Metzger aufgeben musste. Leicht hatten Sie aber immer noch nachts keinen Strom. Aber damit das ist schon ein großer Schritt ist das schon. Ja, damit würden wir die große Industrie noch nicht retten, möglicherweise nicht mal den Betrieb von Herrn Helldörfer. Um das noch einmal ganz konkret zu machen, was haben Sie bisher an Energiekosten gehabt und was haben Sie jetzt im Zuge dieser Energiekrise an Kosten? Wir haben immer 2.000 Euro monatlichen Abschlag gehabt. Jetzt seit Mai 4.500. Also mehr als verdoppelt. Mehr als verdoppelt. Und zum Ende des Jahres ist unser Tarifvertrag, Stromvertrag gekündigt worden. Dann wird es noch teurer. Vielfach. Was würde das bedeuten für die Waren, die Sie anbieten? Also zum Beispiel Leberkässemmel. Kostet was bei Ihnen? 1,80 momentan. Und es müsste was kosten, damit Sie dran verdienen? Müsste 3,50 bis 4 Euro verdienen. Das jemand in Bamberg noch zahlen? Kein Mensch. Das heißt, Sie sind jetzt schon im Grunde Oberkante Unterlippe, wenn Sie das Essen teurer machen. Sie verdienen vor allen Dingen am Catering bzw. an dem Essen, was Sie kochen, sonntags für eine Stammkundschaft. Wenn Sie das teurer machen würden, da wird keiner mehr kommen. Wird keiner mehr kommen, weil die Leute, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Wann werden Sie schließen? 31.12. ist der letzte Tag. Ist beschlossen. Nach 70 Jahren, die es diesen Betrieb dort gibt. Das heißt, ab da werden Ihre Kunden wo kaufen? Beim Discounter? Oder was ist die Alternative? Es gibt
immer weniger Metzgereien bei uns in der, um die Ecke, nur noch ein. Und der ist auch ziemlich weit weg. Bamberg Ost ist eigentlich großes Gebiet, ist aber dann keine Metzgerei mehr. Den Grünen ist im Grunde genommen die Energiewende wichtiger als das Schicksal dieser Menschen. Ist das so? Das wäre jetzt die Frage gewesen, Herr Marquardt. Also geht, um es jetzt polemisch zu sagen, die Rostbratwurst von Herrn Helldörfer auf Ihr Konto? Nein, es ist so, dass wir auf der einen Seite eben eine, und das muss man, glaube ich, in solchen Diskussionen können wir alles im Detail diskutieren, aber dass wir eine große Krise haben, die nicht von den Grünen oder der FDP oder der CDU gemacht wurde. Das ist völlig klar. Und dass wir auf die reagieren müssen. Die Art und Weise, wie wir auf Krisen reagieren, ist wirklich ein großes Problem in unserer Welt. Leider hatten die Parteien von Grünen und SPD während der Krise Pech und mussten an der Spitze stehen. Aber man muss verstehen, dass, wenn man sozusagen regieren will, man sich auch Herausforderungen stellen und Krisensituationen überwinden muss. In diesem Fall liegt die Verantwortung bei Ihnen. In 2 Jahren wurden so viele Schulden aufgenommen wie noch nie in der Geschichte unserer jungen Republik. Und eine der Lösungen, wenn nicht die einzige, die jetzt vorgeschlagen wird, ist die Aufhebung der Schuldenbremse. Viele Wirtschaftler sagen bereits, dass es nicht funktionieren könnte. Die Schuldenbremse ist notwendig, damit inkompetente Regierungen das Land nicht zerstören können. Und was denken Sie darüber? Wir warten auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.